So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Blob Solid. Wir sind auf der Suche nach dem Ausgang in Slow Motion, bis ich Fraps wieder von dieser ultimativen, Hardcore-mäßigen Slow Buffer Timer erholt hat. Zack, zack. Kann ich da nachhelfen? Irgendwie nicht. Ich glaube, ich muss die Aufzeichnung mal anhalten und wieder starten. So, ich habe die Aufzeichnung wieder gestartet. Es ist jetzt wieder flüssig. Ich erzähle jetzt nichts zu... Ey, Alter! Ey, Alter! Verreck! Ich meine natürlich, du sollst jetzt ganz lieb, brav und artig sein. Bettchen gehen. Meine Fresse. Wie penetrant kann man eigentlich sein? Checkpoint reached. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Und ich bin draußen. Wunderbar. Puh. Das war diese Karte. Wir haben sie fast vollständig erledigt. Wir müssten noch vier solche lustigen Boxen einsammeln. Das machen wir später. Wunderbar. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir schauen uns die nächste Karte an. Wir speichern. Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Da unten geht's weiter. Weiter. Biomech Assimilator. Es gibt hier nach wie vor die überfluteten Tunnel Teil 3. Da kommen wir aber einfach nicht weiter, deswegen gehen wir zum Biomech Assimilator. Info. Eine der drei Basen, welche die Aliens auf dem Heimatplaneten der Blobs hinterlassen haben, gebaut haben. Bild. Es ist sehr wahrscheinlich, dass hier ein sehr mächtiges außerirdisches in dieser Basis wartet. Lurking heißt mehr so, ja, egal. Und es muss zerstört werden. Besiegt, bekämpft, was auch immer. Sei vorsichtig. Es ist unwahrscheinlich, dass du jemals sowas wie dieses Ding erlebt hast. Es hat die Fähigkeit, alle deine alle deine Waffen gegen dich zu verwenden. Jedoch kann diese Stärke auch seine Schwäche sein. Wunderbar. Und deswegen sagen wir ausgezeichnet. So, wir legen los. Hier gibt es auch bla bla bla. Das lese ich jetzt alles nicht vor, weil die Zeit einfach fürs Übersetzen hier ziemlich reicht. Das geht viel zu schnell rum und deswegen... Hier gibt es einen Jetpack, den Jetpack will ich, den brauche ich für die überfluteten Tunnel. Oh. Gut, irgendwie funktioniert das bei mir mit dem Jetpack nicht so ganz so, wie ich das... Ah. Jo. Gut, dann wollen wir doch mal sehen, ob wir den jetzt nicht langsam runterkriegen.
Dumpty Dum. Das wollte ich nicht, das wollte ich. Genau. So, mein Jetpack funktioniert noch mäßig. Bam. So. Na, komm, komm, komm. Bam. Explodieren. Komm hier runter. Ja. Komm, raus hier. Way. So, ich will die Maschinenkanone. Schade, da wollte ich eigentlich die Gesundheit abholen. Da ist Gesundheit. So, wo ist es? Da ist es. So, ich muss den Typi nämlich eigentlich dadurch killen, dass ich ihm, wenn er dann versucht, mir seine Bomben an den Hals zu schmeißen, diese in die Luft jagt. Komm hierher. Drecksviech. So, dann wollen wir doch mal... schauen, ob wir ihn jetzt wieder kaputt kriegen. Thank you.
So, ich brauche wieder mal ein paar Kirschen. Ah, die Mucke ist gerade nervig. Ah, raus hier. Raus hier. So. So, Dele. Oh Gott, da ist er schon wieder. Komm, komm, komm. Ach, fuck. Genau, geht da rein. Bam, bam, bam. Explodieren. Join me. Odele, irgendwie ist dieser Bossfight leicht ätzend. Ach ja, ich bin ja auch ein Vollpfosten. Die Idee ist ja auch nicht nur ihn mit seinen eigenen Explosionen, die offensichtlich nicht wirklich viel tun. Bam. Ey, Alter. Oh Mann. Also irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie ich den damals geschafft habe. Habe ich dem seine Dinger in die Luft gejagt?
Okay. Ich muss jetzt aus Neugier rein, aus Neugier etwas ausprobieren. Ja, dachte ich mir. So macht er dann noch viel einfacher Sinn. So. Perfekt. Bam, 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 bam. So, ich will da eigentlich nicht rein, aber so wie ich das sehe, muss ich das. Ausgezeichnet. So. Ja, weg hier. Dam, dam, dam. Irgendwie habe ich es noch nicht so ganz raus. An ihm was? Ah, warte mal. Ich glaube, jetzt weiß ich es. Quasi die Waffe, mit der er mich angreift. Kirschen. Quasi die Waffe, mit der er mich angreift, die ist für ihn immun. Oder nur die Waffe, mit der er mich angreift, schade ihm was. Klingt eigentlich fast so. Er ist schon ein bisschen ein Übergegner, muss ich schon sagen. Also er hält halt verdammt viel aus. Das ist jetzt nicht kompliziert, aber dass hier andere Kirschen reinkommen, geht's schon. So, und das ging jetzt. Also das war okay. Puh. Gut. Wir haben dieses Gebiet perfekt sauber gemacht und wir haben jetzt... wir haben den Jetpack. So, das heißt, wir können jetzt die ganzen Karten alle nochmal machen und perfectly clearen. Insbesondere können wir jetzt endlich die überfluteten Tunnel Teil 3 machen, was mich jetzt schon ein bisschen aufregt. Weil die überfluteten Tunnel Teil 3 natürlich quasi Tunnel sind... Blob ist einfach ein toller Typ. Hat mir gerade die Nachricht hier nochmal bestätigt. Blob ist einfach ein toller Typ. Wir können jetzt all diese Karten hier perfekt klären. Und dann können wir dieses Spiel auflösen. Ja.
gerne. Was mich jetzt schon ein bisschen aufregt, ist quasi, dass wir hier... Wir haben hier die überfluteten Tunnel Teil 3. Und dass man quasi... hier mit den überfluteten Tunnel Teil 4 weiterspielen muss, bevor man die überfluteten Tunnel Teil 3 machen kann. Das ist schon ein bisschen schade, aber das sei es drum. Von mir war es auf jeden Fall für heute. Ich hoffe, ihr hattet halb so viel Spaß wie ich. Genau. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Hoffe ich doch. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, Spaß, was auch immer. Man sieht sich.